Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott auf meinem Traumawelt-Kanal. Ihr wisst, ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten und sie auch ein wenig zu begleiten mit meinen Videos oder im Hintergrund. Und ich darf heute ein Folgeinterview mit der Sonja führen oder ein Real Talk, wie es man auch neudeutsch sagt. Dort findet ihr das ursprüngliche Interview mit ihr von vor einem Jahr. Sehr traurig, sehr dramatisch. Sie hat ihren Mann aufgrund von Leukämie verloren. Die Blutfrage bei Jehovas Zeugen war ein großer Streitpunkt. Dort damals Witwe, vierfache Mutter, Suizidversuche, Psychiatrie, wirklich eine schlimme Zeit. Und seit letztem Jahr hingen ihr die Ältesten immer wieder an den Fersen. Wie es ihr dabei gegangen ist und wie sich das letzte Jahr entwickelt hat, erzählt uns Sonja heute. Danke Sonja, dass du nochmal auf dem Kanal bist. Du hast ja gut vor einem Jahr deine Lebensgeschichte mit und von Jehovas Zeugen erzählt, die ja sehr dramatisch ist, wie ich finde, sehr traurig. Und du hast sehr, sehr viel durchlebt und bist trotzdem erstarkt aus der ganzen Situation und bist jetzt hier zum zweiten Mal vor der Kamera. Und magst du uns ein wenig erzählen, wie dir das letzte Jahr ergangen ist? Weil du hast ja ein doch sehr offenes Interview geführt, sehr offen zu deiner Person und zu dem, was du erlebt und empfunden hast. Und das ist natürlich auch nicht unbemerkt geblieben. Und das hat auch für dich Konsequenzen gehabt, wie wir gleich wahrscheinlich hören werden. Weil du hast ja letztes Mal schon angedeutet oder die Gefahr bestand, dass du wegen dieses Interviews, das du damals geführt hast, ausgeschlossen wirst, dass du Repressalien innerhalb der Organisation erfahren wirst und aufgrund dessen einen Teil deiner Familie vielleicht verlieren wirst. Wie ist es dir ergangen, Sonja, seit letztem Jahr? Weil das war ja unglaublich, was du hier auf dem Kanal erzählt hast. Ja, wegen dem Video selber habe ich weniger Probleme gekriegt, aber aus einem anderen Grund. Die Ältesten sind vor der Tür bei mir gestanden und haben dann gesagt, Sonja, wie stehst du zur Hurerei? Also ein totaler aggressiver Satz, kann man fast so sagen. Und dann haben sie gesagt, weil ich als Mutter und Hausfrau die Freunde meiner Töchter bei uns schlafen las, bin ich mitschuldig an Hurerei. Und das haben sie mir vorgeworfen. Und dann habe ich ständig Besuche bekommen von den Ältesten. Und was letztendlich so weit gekommen ist, dass ich eben diesen Dienstag das Komitee gehabt habe. Ich bin nicht hingegangen. Aber sie sind dann zu dritt vor der Tür gestanden und haben mir dann gesagt, dass ich ausgeschlossen werde. Und nächsten Donnerstag wird es bekannt geben, ja. Nochmal, ganz kurz, was haben Sie dir vorgeworfen? Dass ich die Hurerei unter meinem Haus dulde, in meinem Haus dulde, weil ich die Freunde meiner Töchter bei uns schlafen lasse, ja, die nicht verheiratet sind, zwei. Okay. Ja. Sind deine Töchter denn getaufte Zeuginnen? Eine ist ausgeschlossen, die andere ist nichts und eine ist getauft, aber die ist verheiratet und hat ein Baby. Ich bin auch Oma geworden. Hey, super. Das ist schön. Ja. Glückwunsch. Das ist schön. Danke. Aber dann fallen deine Töchter doch gar nicht unter das Religionsrecht. Oder wie verstehe ich das? Weil wenn sie eine nicht getauft ist, die andere ist ausgeschlossen und die andere ist halt verheiratet, die fallen noch gar nicht unter das Religionsrecht. Wieso wirst du belangt als Mutter von Kindern, die nicht religionsrechtlich deine Organisation oder deinen Glauben teilen, Anführungsstrichen, warum hast du dafür Repressalien? Das verstehe ich jetzt noch nicht. Das habe ich jetzt im Hütebuch nicht wirklich gelesen, diese Kombination. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, aber so ist es. Ich bin ausgeschlossen deshalb. Also, das ist ja okay. Und das hat sich jetzt ein Jahr lang gezogen. Hat sich ein Jahr gezogen, genau. Sie sind immer wieder gekommen, sie haben es telefonisch probiert, dann habe ich eine Nummer, hat mir meine Tochter blockiert, dann haben sie es auf WhatsApp versucht, dann sind sie ein paar Mal vor der Türe gestanden und das immer wieder in einem kurzen Intervall und das war sehr mühsam. Und ich habe mir immer wieder gesagt, ich möchte nicht reden, das habe ich immer wieder gesagt, aber das hat nicht gefruchtet. Sie waren sehr aggressiv, ja. Also mir fehlen da die Worte erneut für, weil es ist so grotesk. Ich meine, du bist eine getaufte Zeugin Jehovas, du unterstehst die Religions gewesen, genau. Das Recht, das ist noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Aber du unterstehst diesem Religionsrecht und hast bisher gesagt, okay, ich bleibe auch unter diesem Religionsrecht, weil es ist okay,
ich kann wenigstens mit meiner Familie, mit meiner Mutter, mit meiner Geschwister in Kontakt haben. Weil gehe ich, unterstelle ich mich diesem Religionsrecht nicht mehr, gehe ich raus, müssten diese mich meiden an der Stelle. Und da deine Töchter nicht diesem Religionsrecht unterstehen, haben die da überhaupt gar keine Handhabe und tun dich aber, weil, ich meine, wärst du eine Älteste, ja, würde ich es ja verstehen, ja, weil da auch die Vorbildfunktion gegeben ist. Aber wenn deine Kinder ihre Freunde bei sich, bei dir zu Hause schlafen lassen, also das entbehrt für mich, ich meine, ich bin kein Ältester, ich kenne das Hütebuch ein bisschen, die Regeln der Jehovaszeugen, aber das entbehrt nach meines Verstehens sowohl die religionsrechtliche Grundlage als auch sowieso die biblische Grundlage. Also logisch ist es eh nicht. Na. Aber ich habe mich auf kein Gespräch eingelassen, weil das haben auch meine Therapeuten und meine Ärztin geraten, dass ich das nicht machen soll. Und da konnte ich halt ja nicht Stellung beziehen, aber das war, ich ging von mir aus, sie haben es mich, sie wollten sprechen, ja. Ja, das ist ja auch dann die Aufgabe eines Komitees zu ermitteln, ob denn überhaupt eine Rechtsgrundlage vorliegt diesbezüglich und dann denjenigen zur Rede zu stellen. Und dann müssen sie ein oder zwei Nachfristen setzen innerhalb auch von 7 Tagen. Und wenn du dich dazu nicht äußerst, wirst du denn giltst du nicht als ausgeschlossen, sondern dass du die Gemeinschaft selbst verlassen hast. Ja, also da wird dann auch nochmal ein bisschen differenziert, weil sie sind ja nicht schuld an der Stelle, sondern du hast bedingt durch dein Handeln kongruent gesagt, ich möchte kein Mitglied mehr sein. Also der Ausschluss müsste, wenn ich das richtig verstehe, rein rechtlich ist er jetzt von dir ausgegangen. Zumindest wird es jetzt so gedreht. Okay. Das ist Wortklapperei. Ja, genau, finde ich auch so. Aber ich sag mal, was haben die denn für einen Einblick überhaupt darum, wer bei dir schläft oder wer nicht bei dir schläft? Entschuldige. Erstens, was geht's die an? Und zweitens, welche Beweise gibt's denn dafür? Ich sag mal, weil es tanzt ja keiner rum und sagt, huhu, gestern hat mein Freund bei mir geschlafen, wir hatten eine tolle Nacht. Wir wohnen gleich neben Königreichssaal und da haben sie eben die jungen Burschen aus- und eingehen gesehen. Oh, na super. Okay, und dann wird natürlich davon ausgegangen, wenn ein junger Bursche abends reingeht und erst morgens wieder rausgeht, dass er bei der Tochter oder geschlafen hat und deswegen. Genau. Ja, das ist im ältesten Buch ist das auch so beschrieben, aber eher im Hinblick auf Hurerei von einem Bruder, dass man das auch beobachten oder beziehungsweise ja nachforschen sollte, wenn der eine Geschäftsreise macht und mit seiner Sekretärin dann abends ins Hotelzimmer geht um 10 Uhr und erst morgens um 8 Uhr das verlässt, dann kann man kongruent davon ausgehen, dass dort mehr als nur Geschäftsessen passiert ist, beziehungsweise Geschäftsbesprechungen. Okay, was heißt das jetzt für dich, Sonja? Weil ich sag mal, du hast ja wirklich ein bewegtes Leben hinter dir. Du hast viel Scheiße erlebt. Und was heißt das jetzt ganz konkret für dich, dass du ab nächsten Donnerstag offiziell keine Zeugin Jehovas mehr bist? Ich meine, es wird ja auch öffentlich bekannt gegeben. Was heißt das dann für dich? Ja, dass ich Teile meiner Familie verliere, die mir sehr viel bedeuten, die ich sehr gerne habe. Aber meine Mutter zum Beispiel hat mich dann angerufen, hat dann gesagt, sie versteht nicht, sie heißt es nicht gut, so hat sie es gesagt, formuliert, sie heißt es nicht gut, dass ich das Verhältnis zu meinen Kindern und den Frieden mit meinen Kindern über das Verhältnis zu Jehovas setze. Aber ich kann ja nicht böse sein. Meine Mutter ist wirklich lieb und sie meint es ehrlich. Da möchte ich gar nichts Negatives sagen. Das geht von dem, wie sie programmiert ist aus, ja. Und programmiert worden sind, genau aus. Ja. Sie kann da nichts dafür und meine Schwestern können auch nichts dafür. Das geht wirklich von der Organisation aus. Die sind so. Und selber waren wir ja auch früher nicht anders, wenn man, wenn man ehrlich sind, ja. Zeuge war. Ja. Muss man ja zugestehen. Man hat sich erst im Laufe der Zeit eben distanzieren können. Ja. Okay. Und meine Schwester hat zwar gesagt, sie haben beide gesagt, meine Mutter hat gesagt, ich werde immer ihre Tochter bleiben. Und meine Schwester hat auch gesagt, ich werde immer ihre Schwester sein. Aber es bedeutet zum Beispiel, dass meine Tochter, die befreundet ist mit der Tochter meiner, also mit ihrer Cousine. Genau. Und dass die darf dann nicht mehr zu uns kommen ins Haus, wenn ich da bin. Und sie hat immer bei uns geschlafen in den Ferien und sie ist halt von meiner Tochter wirklich die beste Freundin. Wow. Und das trifft die ganze Familie sehr. Ja, und
Einerseits sagen sie, ich bin zwar noch ihre Schwester, aber es hat schon sehr krasse Konsequenzen. Und auch meine Mutter ist mehrmals in der Woche auf Besuch gekommen und wir haben einfach nur getratscht. Und das tut mir sehr leid, dass das nicht mehr der Fall sein wird, ja. Das glaube ich dir. Aber muss ich mal fragen, warum gehst du diesen Weg? Weil ich meine, ich habe eine Vermutung dessen, aber viele da draußen, sehr, sehr viele da draußen, gehen diesen Weg nicht oder noch nicht, weil sie einfach genau das scheuen, was dir jetzt gerade passiert. Nämlich die Menschen, die dich über Jahrzehnte begleitet haben, die dich geboren, großgezogen haben. Und wir haben ja in deinem Video gesehen, deine Familie hat ja auch sehr viel mit unterstützt, gerade in der schlimmen Zeit, wo dein Mann Leukämie hatte, diese 11 genau, Monate. Genau. Und wo du anschließend einige Zeit immer wieder phasenweise in der Psychiatrie warst. Ist ja was entstanden. Abgesehen von der familiären Verbindung ist ja da auch emotional eine große Verbindung, bedingt durch das Leid, das man immer gemeinsam durchlebt hat, entstanden. Warum bist du bereit, dass jetzt solche Beziehungen, du gibst sie ja nicht auf, aber du sagst, dass die Beziehung zu deinen Kindern und die Integrität zu ihnen, wenn ich das richtig verstehe, dir wichtiger ist als die zu deiner Schwester oder Mutter in dem Fall. Warum? Ja, das ist irgendwie natürlich. Kinder stehen einem immer am nächsten und der Ehepartner. Und meine Kinder sind mir sehr, sehr wichtig. Auch ihre Freunde bzw. mein Schwiegersohn sind mir sehr wichtig. Und das möchte ich nicht aufgeben und möchte ich auch keine Einschränkungen haben und mir auch nicht vorschreiben lassen. Und ich hätte ja dann immer Probleme. Ich habe ja auch in Zukunft vor, dass sie bei uns schlafen dürfen oder wohnen auch dürfen, wenn es soweit ist. Und das möchte ich nicht aufgeben. Und darum ist der Schritt so weh, tut und der tut wirklich verdammt weh. Trotzdem für mich der richtige, ja. Okay, weil ich sag mal, rein religionsrechtlich hättest du ja die Möglichkeit gehabt, das zu bereuen, ne? Also wie dein Mann damals bereuen hätte können, dass er Blut genommen hat, um nicht sterben zu müssen. Oh genau. Mann, entschuldige, dass ich lache, ich mach's nicht leer, aber es ist einfach so, so grotesk, so traurig, so fast schon böse, wie gefangen Menschen in dieser Organisation sind. Und du hättest ja bereuen können, dass deine zukünftigen oder die Freunde deiner Töchter bei dir geschlafen hätten und dann wärst du religionsrechtlich nicht ausgeschlossen worden. Das habe ich auch sogar gesagt, dass ich nicht bereue, weil ich die weiter bei mir schlafen lasse. Und darum war ich damit, bin ich damit konform gegangen, dass sie mich ausschließen, weil, wie gesagt, das Verhältnis zu meinen Kindern ist mir wichtiger. Wow. Ja. Also und du, Sonja, du bist eine echt tolle Mutter, muss ich sagen. Also, dass du bereit bist, deine jahrzehntelangen Beziehungen aufs Spiel zu setzen, bedingt durch diese Regeln dieser Organisation, dafür, aber um deine Kinder näher bei dir haben zu können, um zu ihnen zu stehen, loyal, um diesen Begriff mal zu benutzen, der biblisch mal so rauf und runter geritten wird in den Versammlungen, dass du wirklich loyal zu deinen Kindern stehst an der Stelle. Und ich finde auch das Gebot der Liebe nach meinem Empfinden, was Jesus ja hochgehalten hat, und Jehova soll ja die reine Liebe sein, so wird es uns immer wieder erklärt, dass du ihnen die zeigst und treu zu ihrer Seite stehst. Also das finde ich ganz, ganz toll. Wirklich ein Vorbild in diesem Bereich, wie ich finde. Dankeschön. Ich bemühe mich, aber immer schaffe es nicht. Wer tut das? Ja, schon. Wer tut das? Das fällt mir auch immer mehr auf bei den Videos, die ich analysiere. Und ich habe gestern noch eins vorbereitet, wie hoch die Latte bei Jehovas Zeugen ständig gehangen wird und diese superlativen Ausdrücke, die immer wieder benutzt werden von der leitenden Körperschaft, die aus der Bibel herausgeholt werden und so übersetzt werden, da kann kein Mensch mithalten, da kannst du nur versagen. Und das ist ja auch gewünscht, dass man in so einer infantilen Haltung, in so einer kindlichen Rolle gehalten wird als Verkündiger, als dass man von oben immer sagen kann, ja, das ist gut, das sollst du tun, das sollst du nicht tun, dass man immer der Sünder bleibt, ja, und nicht in seine Kraft kommt. Auf jeden Fall. Das haben mir die Ältesten auch gesagt, dass ich, wenn ich jetzt ausgeschlossen werde, ja auch verantwortlich für meine Kinder bin und wenn die alle nicht in die dass die alle jetzt nicht gerettet werden und sterben werden und es liegt in meinem Bereich, ich bin schuld daran und das tut halt schon sehr weh, weil man ja daran einmal geglaubt hat, es war ja mal das Leben für einen und dann ist man quasi der Mörder der Kinder, ja.
Biblisch schon mal völlig falsch, das wirst du auch selbst wissen. Spätestens sobald sie religionsmündig sind, heißt es auch in der Literatur der Jehovas Zeugen, sind Kinder eigentlich für ihr eigenes Glaubensbild dann irgendwann auch verantwortlich. Allerspätestens, wenn sie volljährig sind. Von daher, das ist religionsrechtlich auch schon mal falsch aus meiner Sicht. Aber diesen Psychoterror, diesen Druck, den man da aufbaut, um dir ein scheiß Gewissen zu machen, entschuldige, dass ich das so sage, um dich im Grunde genommen wieder zurückzudrängen. Du hast es ja damals schon mal gesagt, dass ihr schuld dran seid oder du schuld dran bist, als du in der Psychiatrie warst, wenn die Kinder dich nicht im Paradies wiedersehen, oder? Irgendwie sowas wurde argumentiert von deinem Schwiegervater damals, von deinem Ehemann. Genau. Und ich habe das Ganze ein bisschen weitergesponnen, gedanklich mit meinem Schwiegervater. Ja. Der hat gesagt, dass wir eben alle sterben werden. Und mein Schwiegervater ist ja Geistgesalbter und glaubt ja, dass er König und Richter einmal über uns Menschen wird und uns einmal richten wird mit Jesus. Und wenn man das ein bisschen weiterspinnt, den Gedanken, ist dann er einer von denen, die uns umbringen. Ja, ist irgendwie ein arger Gedanke, aber so ist es. So ist die Lehre aktuell der Zeugen Jehovas, ja. Aber sollen sie nicht auch Fürbitte einlegen für die Brüder, weswegen sie eigentlich auch Gesalbte sind, losgekauft von der Erde, weil sie ja miterlebt haben, was das Leiden auf der Erde bedeutet? Ja, sollte sein. Ja. Wären die Chancen dann nicht eigentlich für dich super, wenn du, ich sag mal, wenn du so eine hohe Vertretung im Himmel hättest, die für dich direkt vor Jesus sagen könnte, also Jesus, schau doch mal, die Sonja, guckst dir doch mal bitte ganz genau an, die hat echt ein schweres Leben gehabt, ich lege jetzt für, bitte, das ist doch so gut, wenn man das jetzt mal ernst nimmt und weiterspinnt, dann könnte er ja im Grunde genommen differenzieren innerlich, dass er sagt, okay, religionsrechtlich müssen wir jetzt so und so handeln oder ist das so geregelt in der unvollkommenen Organisation Jehovas, aber Sonja, weißt du, ich für dich, ich werde bei Jesus ein extra gutes Wort einlegen, weil du weißt, was wir in den letzten Jahren gemeinsam mitgemacht haben und ich kann es ja menschlich verstehen, dass du jetzt so entscheidest. Diese Möglichkeit hätte er als Mensch ja auch, dass er sagt, okay, ich lege ein extra gutes Wort bei Jesus für dich ein, weil ich ja zu den 144.000 gehöre. Naja, vielleicht hat er sich das gedacht, wir wissen es nicht. Sehr, sehr schade. Nein, habe ich nicht gedacht. Ich frage mich dann immer, ob die das wirklich so ernst nehmen oder weiterdenken oder weiterspinnen. Ne, weil ich habe ja das Interview, hast du ja vielleicht gesehen auf meinem Kanal mit der Bianca, die ja auch sich zu den Geistgesalbten eine Zeit lang empfunden und erzählt hatte, aufgrund von Römer 8 und anderen Bibeltexten, die hat sich solche Gedanken ja auch weitergemacht bezüglich ihrer Kinder und ihrem Ehemann. Ne, und sie sagte mir dann auch im Nachhinein, man muss das einfach mal weiterspinnen. Und wenn du das ernst nimmst mit den Geistgesalbten und weiterdenkst, logisch weiterdenkst, dann kommst du irgendwann zu einem Punkt, wo du sagst, ey, das funktioniert doch irgendwie nicht. Oder die Frage aufkommt, hat ein allmächtiger, liebevoller Vater Jehova nicht bessere Möglichkeiten diesbezüglich, als in diesem Fall jetzt einer Familie ihre Mutter wegzunehmen? Wo könnte sie besser aufgehoben sein als bei ihrer Familie? Warum braucht er irgendjemanden im Himmel diesbezüglich, um da zu unterstützen? Aber gut, das sind halt die Doktrinen dieser Organisation. Wir beide haben sich für uns ein bisschen durchschaut und gehen jetzt unseren Lebensweg weiter. Genau. Mich würde abschließend noch interessieren, wie ist es dir im letzten Jahr ergangen, beziehungsweise welches soziale Netz oder welche Unterstützung hast du für dich momentan, als dass du so stabil bist, dass du hier nochmal sitzen kannst, weil deine Geschichte ist ja, du warst ja lange Zeit suizidal, lange Zeit psychologische Unterstützung, als dass du so stark geworden bist, dass du jetzt der Kindheitsreligion sagst, nein, ich stehe für meine Kinder ein, dass du dieses Pseudonetz der Jehovas Zeugen nicht mehr brauchst, mag ich es gerade mal benennen. Wie machst du das, dass du so stark bist? Ich hab viel Unterstützung, meine Ärztin, mein Psychologe und auch vor allem meine Kinder, die Familie, wenn alle zusammen sind und so, das ist ein Schöneres gibt es nicht. Ja, genau. Aber wie es aufkommen ist, dass ein Komitee gebildet wird, das war im September
Da bin ich vor lauter Panik in die Psychiatrie geflohen. Okay, Und verstehe weil ich ich. einfach diese Konfrontation mit den Ältesten nicht ständig wollte. Die sind ständig da gewesen und haben Vorwürfe gemacht. Und das ist mir einfach, das habe ich nicht geschafft. Und ich habe da auch wieder einen Suizidversuch unternommen, was mir sehr leid tut, weil so eine gute Mutter, wie du vorher sagst, bin ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich sterben wollte. Ich wollte einfach, dass die Situation eine andere ist, dass ich nicht mehr in diesem Leben gefangen bin. Und das hat mich sehr, sehr belastet. Ich war dann lange Zeit in der Psychiatrie und wie ich dann heimgekommen bin, sind sie gleich wieder vor der Tür gestanden und das Ganze hat neu begonnen. Und jetzt habe ich es aber durchzogen, dass ich eben ausgeschlossen werde. Und es ist eine Befreiung. Es ist eine Befreiung mit Ganz viel bestimmt. Schmerz. Ganz, Ja. ganz, ganz, ganz bestimmt. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil das ist so traurig. Du bräuchtest Hilfe und Unterstützung und Verständnis auch von der Seite und es wird da der Druck aufgebaut. Und dass du da diesen Weg jetzt für dich gehst, zeigt einfach nur, dass du erstarkt bist, dass du erkannt hast, wie das, was wirklich gesund für dich dauerhaft ist. Und dass diese, ich sag mal, die sollen ja für deine Seele sorgen, Seelsorger, die Ältesten. Und sicherlich, du hast ja auch beschrieben, sie haben sich viel Mühe gegeben, einerseits. Andererseits sind sie gefangen, auch in dieser Organisation, in diesen Ja, Regeln dieser genau. Organisation. Und dass du jetzt wieder da hingeflüchtet bist, wie du sagst, es ist ja völlig Verständnis, dass du da mehr Sicherheit empfindest als in Jehovas Organisation und auch diesen weiteren Suizidversuch, den du angedeutet hast. Die Bianca in ihrem Interview, beziehungsweise dieses lange Gespräch, das geht fast 3 Stunden, ein Leben danach, sie beschreibt es ja auch, dass das, genauso wie du gerade sagtest, dass man ja nicht sterben will, sondern man will raus aus dieser Situation. Ich sag mal, der innere Mensch hat keinen Bock mehr zu leben in dieser Form des Lebens, weil diese Form des Lebens einfach scheiße ist. Ja? Und die einzigste logische Schlussfolgerung ist dann, diese Form des Lebens zu beenden. Ja? Obwohl man in seiner Rolle als Mutter oder als Großmutter, wie du es jetzt sein darfst, ja, überglücklich ist. Ne? Also super, Wahnsinn, dass du diesen Absprung aus dieser Sekte jetzt geschafft hast, dass du den Mut und die Kraft hast, das für dich zu beenden. Toll, Sonja. Aber wenn man depressiv ist, dann hat man einen Tunnelblick, dann sieht man links und rechts nichts. Ja. Und da verschwinden auch die Kinder und alles, was du liebst, das verschwindet, das ist dann nicht da. Und dann macht man halt solche schlimmen Handlungen. Ja. Und ich bin wirklich nicht stolz drauf, aber meine Kinder sind so lieb, die mir immer verzeihen und die stehen hinter mir und da bin ich sehr dankbar, weil ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft. Das glaube ich dir. Ja. Das glaube ich dir. Deswegen, wir bleiben auch im Kontakt im Hintergrund. Danke nochmal für deinen Mut, für dieses Update zu deinem Leben und weiterhin viel Kraft, viel Freude. Weil ganz viele ehemalige Zeugen Jehovas sagen, dass das Leben jetzt erst wirklich anfängt und nach die ganze Last jetzt erst abfällt, weil du nicht mehr unter diesem Religionsrecht stehst. Du kannst jetzt für dich überlegen, okay, was hat Jesus eigentlich gesagt, wenn du das möchtest? Was bedeutet Liebe wirklich? Was heißt es, dass ein Mensch nicht würdevoll ist, sondern dass ein Mensch wertvoll ist, ja? Ja, was bedeutet das eigentlich, dass der Wert eines Menschen nicht an Leistung angeknüpft ist? Solche Geschichten, das, was ja alles bei Jehovas Zeugen immer mit irgendwas verbunden ist in dieser Organisation. Ja, ja. Toller, spannender Weg. Ich freue mich auch, dass du so stark sozial eingebettet bist, beziehungsweise psychologisch da Unterstützung bekommst. Und vielen Dank nochmal, Sonja, für deine Kraft und Mut. Bitte gerne. Eines wollte ich noch kurz erwähnen. Meine Tochter, wir wohnen ja neben dem Königreichssaal. Und da ist ein Weg, da ist ein Weg hinauf zur Hauptstraße, wo das Geschäft ist, wo meine Tochter arbeitet. Also. Und wir haben da einen Durchgang, den wir immer nützen. Und ich habe ihn jetzt schon lange nicht genützt, weil ich nichts mehr zu tun haben will mit denen.
Aber meine Tochter hat ihn genutzt, um in die Versammlung zu kommen. Und dann irgendwann ist sie nicht in die Versammlung, sondern ins Geschäft zu kommen, in die Arbeit zu kommen. Und irgendwann haben sie meine Tochter abgefangen und haben dann gesagt zu ihr, sie darf den Weg nicht mehr nutzen, weil sie einen Freund hat. Und wenn sie aber den Freund aufgibt und wieder zurückkommt, dann darf sie ihn wieder nutzen. Dumm. Und das ist böse, böse. Das ist nicht nur böse, das ist auch dumm, weil es rechtlich nämlich nicht richtig ist, weil das nämlich ein erstandenes Recht ist. Das nennt sich ein ugluentes Verhalten. Wenn du dauerhaft einen Weg benutzt, ja, über mehrere Jahre hin, dann hast du ein Wegerecht darauf. Das ist ja, ganz besonders genau. In der Landwirtschaft ist das so. Und auch dort ist das eigentlich ein dauerhaft erstandenes Recht. Wie das jetzt mit einer Körperschaft aussieht, weil das ist ja kein Verein mehr, sondern eine Körperschaft, ist ja nochmal eine andere Geschichte vielleicht. Aber ganz so stimmt das rechtlich meines Erachtens noch nicht. Nein, ganz besonders nicht, aber wir wollen eh nicht mehr. Man will einfach seine Ruhe haben, ne? Genau. Aber dennoch, du wohnst direkt neben dem Königreichssaal. Das ist alles sehr erschwert. Das ist auch eine Herausforderung, ja. Dankeschön für diesen kleinen Hinweis noch, weil das zeigt einfach auch nochmal, wie lächerlich und grotesk die... Und da reden sie von Liebe und das soll Liebe sein. Genau, wie die Vertreter dieser Organisation das handhaben. Völlig lächerlich. Ja, das ist halt, unterdrückte Sexualität ist ein großes Thema in dieser Organisation und das, was sie sich selbst nicht erlauben, erlauben sie anderen natürlich nicht. Und dass dadurch viel Mist passiert, auch zum Thema Kindesmissbrauch, geht ja mittlerweile auch immer mehr durch die Presse. Dankeschön, Sonja. Vielen Dank für dieses kurze Update. Alles Gute dir weiterhin und Kraft für dich und deinen Weg. Danke. So, danke. Tschüss. Ciao.